hast recht. Ich muss mit ihm reden. Was sage ich denn den Mädels? Das lass nur meine Sorge sein. Aber ruf mich an, nachdem du mit ihm gesprochen hast, okay? Dieser kleine, elende Mistkerl. Malchi hat sogar geweint. Ich glaube, er mochte sie ein bisschen. Andererseits, so wie sie ihn behandelt haben, war es nicht sonderlich schwer, ihn zu kaufen. Ich weiß, was sie getan haben. Ich hab sie in der Hand. Ich bitte Sie, nicht mal Tanja weiß von der Aufnahme, die Malchi mir zukommen lassen hat. Andererseits weiß jeder, dass Sie mir schaden wollen. Ohne Beweise wird Ihnen kein Mensch glauben. Sie sind nicht gerade beliebt in Ihrer Familie, dass Sie diese Bankenkrise nur vorgetäuscht haben. Wird jeder begreifen. Tja. Und dabei könnten wir beide uns das Leben so angenehm gestalten. Wovon reden Sie? Wir müssen wieder zusammenarbeiten. Was? Sie hassen Tanja. Kein Mensch nimmt Ihnen diesen lächerlichen Waffenstillstand ab. Ihre Unterstützung im Gremium schwindet. Ein Fehler und Sie sind weg vom Fenster. Es ist wohl kaum eine befriedigende Gesamtsituation. Es ist mit Sicherheit nicht das, was Sie sich vorgestellt haben. Immerhin war Line Klares Land schon mal Ihre Firma. Ach, Sie haben ja schon so oft versprochen, dass ich meine Firma zurückbekomme. Ich könnte das Gremium dazu bringen, die 50% an LCL zu verkaufen. Ich könnte sie Ihnen zuschieben. Damit wären Sie mit Tanja auf Augenhöhe. Tanjas Anteile sind ja nur noch eine Frage der Zeit. Und was hätten Sie davon? Sie helfen mir, Ludwigs Familie vom Hof zu jagen, endgültig. Sie meinen es wirklich ernst? In manchen Dingen sind wir uns ziemlich ähnlich, Clarissa. Denken Sie drüber nach. Denken Sie nicht zu lange nach. Marlene, bist du's? Ja. Tristan. Du bist ein ganz wundervoller Mann. Und ich wünschte wirklich, ich könnte dir morgen das Ja-Wort geben, aber das kann ich nicht. Und es tut mir unendlich leid, weil... Weil ich deine Schwester liebe. Nein, das geht's überhaupt nicht. Bin gleich bei dir. Soll ich dir was erklären, was ich selber nicht verstehe? Ich weiß nur eins. Ich kann dich morgen nicht heiraten. Weil es eine Lüge wäre. Wahrscheinlich feiert sie immer noch ihren Junggesellinnenabschied und freut sich auf ihre Hochzeit. Mach dich nicht verrückt, Rebecca. Bloß gut, dass du mich davon abgehalten hast, mit ihr zu reden. Das wäre so peinlich geworden. Das hätte nichts geändert. Ich werde mich morgen in die hinterste Ecke von Düsseldorf verkriechen. Deine Familie wird dich bestimmt vermissen und sich fragen, wo du steckst. Muss ich eben arbeiten. Okay. Und dann? Wie soll es weitergehen? Marlene wohnt auf Königsbrunn. Ihr werdet euch ständig über den Weg laufen. Vielleicht mache ich es einfach so wie du. Hat das was gebracht, das Pilgern? Naja, es hat einige Dinge in die richtige Richtung gerückt. Ich weiß jetzt zumindest wieder eher, was ich will. Aber ich weiß ja, was ich will. Kann ich mir den Weg auch sparen. Aber ich muss Marlene endlich vergessen. Das kann ich nur, wenn ich von hier weggehe. Du meinst weg aus Düsseldorf? Ja. Und zwar noch heute Nacht.
Hey. Schön, dass wir uns noch sehen. Eine Nacht vor unserem großen Tag. Tristan, ich muss unbedingt mit dir reden. Und ich mit dir. Meine Brüder glauben zwar, dass ich kein Problem damit haben werde, ein Liebesgeständnis vor dem Altar zu improvisieren, aber... Naja, ich meine, was ist, wenn ich vor lauter Aufregung nicht weiß, was ich sagen soll? Tristan, ich... Ich weiß, dass du da auch nichts dran ändern kannst. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich... Bitte, du musst mir zuhören. Marlene. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas jemals sagen würde. Du hast mich zu einem neuen Menschen gemacht. Einem, der an die Liebe glaubt. Ich weiß jetzt, was ich will und der Grund dafür bist du. Ich bin der glücklichste Mann der Welt, weil ich dich gefunden habe. Was wolltest du sagen?